Hallo, herzlich willkommen. Ein Video über V-Ray, mein drittes Video, und es geht diesmal um das Verhältnis von Lichtquelle und Kamera. Und zwar wollte ich einfach für meine Außendarstellung des Haus Moller von Adolf Loos, den ersten Teil, den ich in SketchUp modelliert habe, ein Rendering machen und mich da so langsam rantasten. Wie geht das eigentlich mit den Lichtquellen und wie geht das eigentlich mit der Kamera? Und zwar für eine spezifische Beleuchtungssituation, außen Sonnenlicht, das heißt Schlagschatten. Und dazu eben noch ein bisschen diffuses Himmelslicht. Und ich musste einfach erstmal rausfinden, wie das jetzt hier funktioniert. Wir haben ja sozusagen immer zwei Originalelemente dabei, also eine Lichtquelle von Cinema 4D und eine Kamera von Cinema 4D, die dann mit Tags aus dem V-Ray versehen werden und dann extra Funktionen bekommen. Und das wollte ich jetzt einfach mal austesten. Zunächst mal zu meiner Programmoberfläche. Ich habe es heller gemacht, damit man es besser auf dem Video erkennen kann. Und ich habe den Bildmanager ins Zentrum hier gerückt, weil ich die Renderings vergleichen will später. Das heißt, ich habe also eine bessere Kontrolle über die Ergebnisse. Was heißt das eigentlich, wenn ich diese oder jene Einstellung verwende? Mein Editor ist deswegen da unten hingerutscht, mein Objektemanager ist hier, der Materialmanager hier und ein riesengroßer Attributemanager aus Respekt vor V-Ray mit seinen unendlich vielen Einstellungen. Schön groß. So, jetzt zunächst einmal drei Dinge: die Lichtquelle, die Kamera und die Rendervoreinstellungen. Die will ich Ihnen ganz kurz darstellen, wie das hier bei mir eingerichtet ist. Die Lichtquelle ist also zunächst einmal eine unendlich Lichtquelle, ein Cinema 4D-Licht mit dem vom Typ unendlich, das heißt parallele Lichtstrahlen, Position egal, und ich habe damit sozusagen die Möglichkeit, Sonnenlicht oder auch Schlagschatten von Sonnenlicht zu simulieren. Da gibt es die Einstellungen, die man eigentlich ja schon kennt aus Cinema. Ich habe vor allen Dingen hier, die Koordinaten sind wichtig. Position ist ja wie gesagt unwichtig. Man sieht auch, dass die Lichtquelle hier mitten in der Szene liegt. Das ist also wurscht, aber die Koordinaten sind wichtig. Die Himmelsrichtung, die mehr oder weniger für die Lage des Schlagschattens verantwortlich ist. Und die Neigung der Lichtquelle, die für die Länge des Schattens verantwortlich ist. Und wir werden gleich sehen, auch für die Helligkeit. Aber zunächst einmal auch für die Länge, einfach für die Größe der Schattenflächen. Das muss immer ein Minuswert sein, damit es natürlich, wie beim Sonnenlicht üblich, von oben nach unten geht. Das hier ist dann die Himmelsrichtung, da muss man dann so ein bisschen rumprobieren, bis es richtig aussieht. Das ist also zunächst mal der bekannte Teil. Das V-Ray-Tag, was diese Cinema 4D-Lichtquelle zu einer V-Ray-Lichtquelle macht, über Rechtsklick V-Ray Light, ja, hatten wir ja alles schon mal, aber da gibt es sozusagen jetzt nochmal ein paar Spezialeinstellungen, die dann auch die Einstellung der Originallichtquelle bestimmen. Also hiermit zum Beispiel schalte ich Schatten an und aus. Oder ja, genau, Schatten schalte ich damit an und aus, Enable Shadows. Die Auswahl von bestimmten Schattentypen gibt es nicht. Der Schatten ist also auf jeden Fall korrekt. Das heißt, es gibt immer Flächenschatten, auch wenn bei den alten, in Anführungsstrichen, alten Einstellungen von Cinema hier immer Raytraced steht. Ich kann also hier gar nicht Fläche einstellen. Es stellt sich immer wieder auf Raytraced hart. Es ist aber kein harter Schatten. Werden wir gleich sehen. Es ist ein Schatten, der erst hart ist und dann weich ist. Also richtiger Flächenschatten. Und was man natürlich einstellen kann, ist die Qualität des Schattens. Das heißt also die Auflösung dieser Pixelgrafik. Ja, dies habe ich jetzt aber alles gar nicht verändert. Ich habe einfach nur auf Enable Shadows hier geklickt. Und dann gibt es hier noch ein paar Spezialeinstellungen, die sich nach dem Typ der Lichtquelle richten. Das kann man hier auch schon sehen: Spotlight, Area Light, Sunlight. Und ich habe jetzt hier also die Idee, dass ich Sunlight haben möchte. Und was normalerweise abgeklickt ist, ist Physical Sun und Physical Sky. Ich möchte sozusagen den Komfort, wenn man das so nennen kann, von V-Ray, dass es sich also um physikalisch korrekte Effekte handelt, auch nutzen. Deswegen war mein Ziel auch jetzt, Physical Sun und Physical Sky zu verwenden. Es handelt sich dabei um zwei Lichtquellen, die zusammenarbeiten. Eine gerichtete, die den Schlagschatten erzeugt, eine ungerichtete, die mehr oder weniger keinen Schatten erzeugt und so eine allgemeine Zusatzbeleuchtung darstellt. Also wie das bei einer realen Situation da draußen auch so ist. Wir haben das Sonnenlicht, also die Sonnenstrahlen, und wir haben aber auch das diffuse Licht, was durch die Atmosphäre mehr oder weniger gleichmäßig abgestrahlt wird, auch wenn keine Sonne scheint. Und alle anderen Einstellungen, da komme ich dann gleich zu. Ich wollte das erstmal nur grundsätzlich klären. Also diese Physical Sun, Physical Sky ist angeklickt. Und unter Common ist Enable Shadows angeklickt, und das Ganze ist sozusagen eine aufgebohrte Tuning sozusagen meiner originalen Cinema 4D-Lichtquelle. Das ist die erste Sache, das Licht. Dann habe ich die Kamera, die habe ich hier Daylight Sun genannt, ist aber erstmal eine ganz normale Cinema 4D-Kamera. Kann man hier auch sehen. Ich kann also die ganz normalen Sachen einstellen, die Koordinaten, die Lage und so weiter. Die Frage, ob es eine Perspektive ist, die Brennweite.
den Filmoffset und so weiter und so fort. Das kann ich alles erstmal hier einstellen. Also da bin ich sozusagen in vertrauter Umgebung. Kann also alles so machen, wie ich das schon kenne. Und jetzt kommt auch da sozusagen durch einen Tag von V-Ray eine Spezialmischung von Einstellungen dazu. Use Physical Camera, das ist also ganz wichtig. Damit kann ich dann später auch solche Sachen wie Tiefenunschärfe haben, die sich aus diesem Bereich ergeben, nämlich aus der Belichtung. Und das ist der Teil, der jetzt auch in der neuen Advanced Renderer von Cinema 4D selbst möglich ist. Ich kann also eine Filmempfindlichkeit, eine Blendengröße und eine Verschlusszeit einstellen. Ganz so wie im wirklichen Leben mit einer echten Kamera. Und das hilft vielleicht oder macht es irgendwie leichter, damit umzugehen, das Ganze zu handeln, dass man nämlich so tun kann, als ob man wirklich fotografiert mit realen Werten mehr oder weniger. Und man sieht hier schon, ich habe hier also eine Filmempfindlichkeit von 100, Blendengröße von 11 und eine Verschlusszeit von 1/200 Sekunde. Das heißt, ich habe Werte, die mehr oder weniger in der realen Situation mittags oder um den Mittag herum bei Sonnenschein tatsächlich auch wahrscheinlich angewendet werden könnten. Das ist natürlich sehr praktisch, dass ich hier nicht irgendwelche künstlichen, abstrusen Werte habe, sondern irgendetwas, was mich an die Realität erinnert. Ich habe also ein bisschen ausprobiert mit den Werten, bis es gut aussah. Genauso wie beim Fotografieren auch, bei der Lichtquelle, die ich mir da gewählt habe. Es gibt noch den White Balance Presets, also die in den Weißabgleich. Was ist eigentlich dann weiß? Ich habe hier den Boden mit weißem Material belegt, kann man hier sehen. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur hier zeigen. Ich habe also ein weißes Material nur an Diffuse Layer, der weiße Farbe enthält, also der Farbkanal sozusagen von V-Ray, vom V-Ray-Material, was ich ja auch hier verwendet habe. Das heißt, der Boden ist weiß und wir werden dann sehen, wann der weiß wird, bei welcher Lichtsituation. Und da ist eben dieser Weißabgleich der Kamera, kommt er ins Spiel, also ist er in der Lage, sozusagen diesen weißen Untergrund auch weiß darzustellen oder nicht. Sie wissen ja, dass weiße Flächen ganz unterschiedlich gefärbt sein können, je nachdem, ob ich Kunstlicht, Kerzenlicht oder Tageslicht habe oder Leuchtstoffröhren oder was auch immer. Weil all die Lichtquellen, die meisten Lichtquellen sind farbstichig, das heißt, fast kein Licht ist wirklich weiß und deswegen ist natürlich eine weiße Fläche ganz schnell auch farbig. Die Frage, wie nah das am wirklichen Weiß bleiben kann, wird über den Weißabgleich der Kamera eingestellt bzw. automatisch von der Kamera vorgenommen. Oft genug muss man es ja dann auch in Photoshop korrigieren. Also dieser Daylight-Modus ist sozusagen aus einer Liste von mehreren anderen Möglichkeiten ausgewählt worden und passt so einigermaßen. Das wäre also Kamera und Lichtquelle. Wie gesagt, bei der Kamera ist ganz wichtig, auf das Tag zu klicken. Still Camera, keine Filmkamera, also keine Movie Camera. Dann das hier lasse ich alles so. Es gibt hier noch so einen lustigen Effekt, Vignetting-Effekt, der ist voreingestellt sogar noch größer auf 1. Das heißt, ich habe hier Abdunklung zum Bildrand hin, was es also merkwürdigerweise auch realistischer aussehen lässt, weil Kameraobjektive je nach Güte sozusagen nicht in der Lage sind, die Helligkeit gleichmäßig über das ganze Bild, die ganze Bilddiagonale darzustellen, sondern zum Rand hin dunkler werden und das wird sozusagen durch diesen Effekt hier simuliert. Also eigentlich eine Schwäche eines realen Objektivs, das hier sozusagen, die hier sozusagen reproduziert wird. Ich habe es jetzt auf 0,5 stehen, wir können dann vielleicht gleich noch, wenn ich mich daran erinnere, gucken, was das für einen Unterschied macht, wenn man das auf 0 stellt. Aber ganz wichtig ist eigentlich das hier, also die Belichtung, ja, und der Weißabgleich auch, damit man sich dann nicht über irgendwelche Farbstiche wundert. Okay, das wäre also die Kamera, die Lichtquelle. Dann die Materialien nur ganz kurz. Ich habe hier drei farbige Materialien für meine drei Kugeln. Ich habe einen Reliefkanal, Bump. Ich habe zwei Glanzlichtkanäle und ich habe einen Diffuse Layer, der diese Farbe enthält. Also nichts Besonderes. Und das habe ich in drei Farben und der Boden ist wie gesagt weiß. Und jetzt komme ich zu den Render-Voreinstellungen. Steuerung B. Wichtig ist, dass der Renderer V-Ray ausgewählt ist auch, ja, V-Ray Bridge. Und dann gibt es bei den Einstellungen ja zwei Sachen, die ich jetzt hier irgendwie, die mir wichtig waren. Also Indirect Illumination. Ich mache das immer gleich mit GI. Die muss man dann extra anschalten. Dann habe ich ein Preset gefunden, das relativ schnell geht. Da kenne ich mich jetzt noch nicht so richtig gut aus. Ich kenne natürlich die wichtigsten Parameter beim Rendern schon mit Global Illumination. Ich habe jetzt einfach hier mal ausprobiert, ob der zum Beispiel schnell geht. Für die Primary Bounces, also für die ersten Reflexionen, nimmt er die Irradiance, das Irradiance Map Verfahren. Für die alle weiteren, das Light Cache Verfahren. Das ist offensichtlich irgendwie eine naheliegende Strategie, soweit ich das bis jetzt weiß. Ambient Occlusion ist angeschaltet, ist natürlich ein Renderzeitfresser sozusagen, aber ich möchte es halt auch gleich irgendwie
richtig aussehend haben. Ich möchte also jetzt nicht irgendwie auf Ambient Occlusion verzichten. Sie wissen schon, diese Abdunklung von Kanten und Ritzen und diesem Ganzen, sondern ich möchte das gerne dabei haben. Deswegen habe ich mich darum jetzt gar nicht gekümmert. Vielleicht könnte man die Auflösung hier verringern, sodass es ein bisschen schneller geht. Wir werden aber gleich sehen, dass es eh schnell genug geht, also kein Problem. Also wie gesagt, angeschaltet muss sie sein, dass dieses kleine Häkchen da. Und ein Preset habe ich jetzt gewählt, der Einfachheit halber, weil jetzt wollte ich nicht Render-Voreinstellungen testen, sondern ich wollte Licht und Kamera in ihrer Zusammenarbeit testen. Anti-Aliasing ist bekannt, Kantenglättung habe ich auf Fixed gestellt. Es gibt einen besseren Modus, der natürlich immer auf finale Bilder hin besser ist. Ja, ich möchte jetzt aber möglichst wenig Anti-Aliasing haben, also habe ich Fixed genommen. Das heißt, er nimmt also überall die gleiche Auflösung, egal ob es passt oder nicht. Und die Subdivision ist 1, kann man auch nicht kleiner stellen. Also ich nehme mal an, weniger Anti-Aliasing kann man nicht haben. Das ist jetzt erstmal eine Behauptung von mir, eine Hypothese sozusagen, ja, weil ich eben noch nicht so tief drin stecke, aber ich schätze mal, dass es so läuft. Also damit haben wir sozusagen eine sehr kurze Renderzeit. Die Kanten sind jetzt nicht optimal geglättet, sehen wir auch gleich, ist aber nicht so dramatisch. Beim Testrendering, was man ja ganz oft macht, muss man halt auf ein paar kosmetische Komponenten verzichten. Wichtig ist die Lichtverteilung und die Farbigkeit im Bild. So, das ist also der V-Ray-Kram, den ich hier versucht habe, irgendwie zu bestimmen, die beiden Sachen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, da ich im Bildmanager rendere. Der Bildmanager rendert ja in festen Pixelgrößen, die man hier einstellen kann. Ich habe es auf 320x240 gestellt, also sehr wenig. Ich wollte also sozusagen erreichen, dass das Rendering wirklich schnell geht. Man kann es auch ganz gut sehen, dass es hier sehr pixelig ist und die Kanten auch wirklich nicht schön geglättet sind. Aber es geht darum, wie hell ist das Ganze, wo sitzen die Glanzlichter, wie ist der Boden, wenn er eigentlich weiß ist, wie sieht der Schatten aus, etc. Das sehe ich auch alles ohne diese schönen Effekte. So, jetzt geht's los. Ich will Ihnen einfach mal zeigen, worauf es eigentlich ankommt, wenn Sie Physical Sun und Physical Sky verwenden. Nochmal ganz allgemein die unendliche Lichtquelle, also nochmal eine Volte zurück zu Cinema 4D, scheint also relativ steil nach unten und kommt aus irgendeiner bestimmten Himmelsrichtung und das führt dann zu einem solchen Rendering, Shift-R. Man sieht bei diesem Verfahren schon vorher ganz gut, wie die Lichtverteilung sein wird. Das ist dann immer sehr beruhigend. Und man sieht auch, dass es relativ schnell geht. In noch nicht einmal 16 Sekunden. Oh nee. Ganz vergessen, das ist nur der. Jetzt ist es fertig. 21 Sekunden hat mein Bild gebraucht. Und das ist jetzt also das Ergebnis. Der Boden ist nicht wirklich weiß. Es gibt hier ein paar Stellen, wo er so ein bisschen ins Weiße geht. Er ist vor allen Dingen auch sehr farbig durch diese Kugeln, was ja auch wiederum richtig ist. Die reflektieren ja schließlich auch Farbe auf den Boden. Das ist also ganz okay. So, jetzt habe ich also hier ein Rendering, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin. Man sieht hier auch diesen Physical Sky, der sich da wie so ein Bild dahinter legt. Und das ist sozusagen die Mischung aus Sonnenlicht und diffusem Licht. Jetzt gehe ich mal einfach mal zum Test, gehe ich mal in meine Lichtquelle rein und ich klicke auch gleich auf das V-Ray Tag, weil ich möchte jetzt gleich die Lichtquelle, und möchte jetzt gleich die Effekte mal austesten, die wir hier so haben. Ich habe also Physical Sun und Physical Sky. Ich klicke mal Physical Sky ab und rendere mal. Shift-R. Dann offensichtlich bleibt der Himmel weg und auch sein Licht bleibt weg. Ich kann das also jetzt schon vergleichen mit dem Rendering davor. Da sehen wir den Himmel und das sieht auch insgesamt heller aus. Ich klicke jetzt ein paar Mal hin und her. Nicht anders mit meinem AB-Vergleich. Das ist schon klar, dass es das gibt. Aber Sie sehen schon, die Kugel links zum Beispiel ganz deutlich ist, also wesentlich dunkler im zweiten. Und das liegt eben daran, dass eine Lichtquelle fehlt. Wir haben jetzt nur das direkte Sonnenlicht. Entsprechend schwarz ist es ja auch. Also das kann es nicht sein natürlich. Wenn ich einen Physical Sky alleine nehme, nein, so geht es nicht. Ich habe jetzt hier Physical Sun und Physical Sky und dann kann ich hier auswählen, ich hätte gerne nur den Physical Sky. Das ist jetzt sozusagen die Möglichkeit, die Sonne auszublenden. Und auch da sieht es nicht so aus wie im Original. Da kommt zwar der Himmel und man sieht die Kugeln auch ganz schön, aber im Vergleich zu dem mit Sonnenlicht ist es auch da wieder dunkler. Und natürlich sind die Glanzlichter weniger stark, weil die direkte Lichtquelle fehlt. So sieht das also aus. Also eigentlich ganz genauso, wie man das haben möchte. Wir haben, natürlich ist es jetzt zu dunkel. Man müsste sozusagen bei bedecktem Himmel ja auch die Blende öffnen oder die Verschlusszeit verringern, erweitern oder die Filmempfindlichkeit erhöhen. Das heißt, das mal außen vor gelassen. Aber wir sehen hier
ganz schön, dass es einen Schatten gibt, denn den Schatten, den diffuses Licht eben auch erzeugt. Also wirklich genauso, wie es sein muss bei bedecktem Himmel. Also wir würden auch ausprobieren, wie das vielleicht aussieht, wenn man dann bedeckten Himmel simulieren möchte. Die Aufgabe war jetzt aber kein bedeckter Himmel, sondern Sonnenlicht. Aber das nur zur Erklärung, also Physical Sky Only wäre dann so. Das klicke ich also wieder ab. So, das war die Originalsituation. Jetzt achten Sie mal auf das hier. Da steht Sky Intensity Multiplier, das heißt, ich kann die Helligkeit des Himmels im Verhältnis zur Sonne erhöhen. Ich gehe jetzt mal auf 200%. Immer schön mit kräftigen Werten arbeiten, damit man auch irgendwas sieht. Und man sieht schon, dass es viel heller wird. Original. Und so wird es jetzt mit dem Physical Sky Multiplier. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Je länger ich mit diesen Sachen arbeite, desto lieber ist es mir, wenn ich möglichst viele Werte, die ich vorfinde, auch so lassen kann, wie sie sind. Also ich würde jetzt ungern eine Belichtungssituation steuern wollen, indem ich hier den Multiplier auf 200 stelle. Das wollte ich Ihnen vor allen Dingen demonstrieren, ja, dass es eben so geht. Ich stelle das auch wieder zurück, damit Sie wissen, was es für Stellschrauben gibt. Normalerweise würde man ja jetzt, wenn man fotografiert draußen, nicht irgendwie versuchen, die Himmelshelligkeit zu erhöhen, sondern man würde natürlich an seiner Kamera so lange rumfummeln, bis das Bild gut aussieht. Deswegen würde ich auch immer versuchen, beim Rendern, wenn es so lange das funktioniert, in den Kameraeinstellungen bei der Belichtung, was wir jetzt machen können, die Werte so zu verändern, dass es gut aussieht. So, jetzt gibt es aber noch einen Punkt, den ich Ihnen zeigen will. Das ist mir sehr wichtig, und zwar hat die Lichtquelle hier eine Richtung. Und im Manual von V-Ray steht so schön, dass die V-Ray-Lichtquelle, wenn ich unendlich Licht, den Typ unendlich gewählt habe, dass dann das Sunlight, also die Physical Sun sozusagen, gecodet ist, und zwar unterschiedlich hell ist, je nachdem, wie stark das Licht geneigt ist. Und das habe ich ausprobiert. Das heißt, ich habe jetzt hier die Lichtquelle in den Standard-Cinema-Einstellungen bei den Koordinaten auf minus 45, das habe ich Ihnen eben gesagt. Ich habe es aber auch ausprobiert mit minus 85, also fast senkrecht, bis minus 5, also fast waagrecht. Und tatsächlich steigert sich oder verringert sich die Helligkeit dieser Sonnenlichtquelle. Das heißt, andersrum, die Helligkeit dieser Physical Sun und auch des Skies offensichtlich, die man hier gar nicht einstellen kann, so nach Kalenderzeiten, was ich ja am Anfang irgendwie zunächst mal festgestellt hatte, wird eben doch angepasst, und zwar ohne, dass ich mich darum kümmern muss, aufgrund der Einstellung, die ich bei der Lichtrichtung unter Koordinaten vorgenommen habe. Das heißt, mit dieser Einstellung ändere ich nicht nur die Größe des Schattens, sondern ich ändere damit auch ganz klar die Helligkeit. Das war im Prinzip oder ist im Prinzip in dem Cinema-Renderer nicht so. In diesem V-Ray Light Tag steckt sozusagen so eine Art kalendertechnische Umwandlung drin, das heißt, oder so stelle ich mir das jedenfalls vor als Nichtphysiker, dass also die Helligkeit dieser beiden Lichtquellen und auch die Farbigkeit sich danach richtet, wie steil das Licht einfällt. Und um Ihnen das zu demonstrieren, habe ich mal hier all diese Winkel gewählt bei den Lichtquellen, nochmal, das war hier unter Koordinaten, minus 45, diesen Wert habe ich stufenweise von minus 85 auf minus 5 geändert. Und zeige Ihnen mal das Ergebnis. Ich habe also hier in der Mitte das, was ich Ihnen eben zu Eingang gezeigt habe, meine Idealsituation. Und wenn ich das Licht immer steiler stelle, dann wird es immer heller. Der Schatten wandert auch, wie man sieht. Und je weiter ich runtergehe, je flacher mein Licht einfällt, desto dunkler wird das Ganze. Das ist also sehr wichtig, glaube ich, dass man sich das merkt. Wir haben also hier verschiedene Möglichkeiten der Lichtatmosphärik, wenn man so will. Wir haben hier sehr warmes Licht und sehr, naja, weiche Schatten. Und wir haben hier sehr harte und helle Beleuchtung, je steiler das Licht einfällt. Also im Äquator, wo man das Licht ja von wirklich oben hat, wäre es dann fast so. Und je weiter es dann sozusagen gegen Abend geht, desto flacher wird das Licht und auch desto wärmer. Man sieht das ganz gut am Boden. Ja, achten Sie jetzt mal nur auf den Boden. Also hier ist er wirklich fast strahlend weiß und wird dann immer rötlicher. Wenn man jetzt mal die Bereiche sich wegdenkt, die eingefärbt werden von den reflektierenden Kugeln. Ja, also hier haben Sie sozusagen eine Steuerung an der Hand, die Ihnen ermöglicht, für ein Rendering relativ realtypische Situationen zu simulieren. Also das
der Rotanteil des Lichtes steigt halt, je flacher das Licht einfällt, das liegt an dem Einfallswinkel in der Atmosphäre. Das wissen Sie auch beim Fotografieren, dass es abends einfach rötlicher ist als mittags. Mittags ist es eher bläulich. Ja, und so ist es hier halt auch. Ganz wichtig. So, okay, das ist eigentlich schon das zentrale Gerüst von Tools, ja, um die es hier geht. Ich schaue mal, ob da noch ein paar Sachen sind, die ich vergessen habe. Ja, genau, es gibt noch so ein paar Sachen, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Ob Water Vapor, also Wasserdampf, funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Im Manual steht, dass es erstmal nicht funktioniert. Ich habe es jetzt einmal kurz ausprobiert, da hat sich auch nichts getan. Aber was Sie hier sehen, ist auch eine Möglichkeit, die Lichtstimmung zu verändern. Nehmen wir mal wieder, das Licht hat also nach wie vor diesen Winkel, diesen Mittagswinkel, den ich auch hier im Rendering sehen kann. Ich schmeiße mal diese Dinger hier alle raus, damit es übersichtlicher bleibt. Ach so. Bevor ich dazu komme, noch eine andere Sache. Ich habe noch mal ausprobiert, was passiert. Ich habe Ihnen ja eben gesagt, dass von diesem Lichteinfallswinkel die Helligkeit und Farbe des Lichts im Physical Sun und Physical Sky von V-Ray abgeleitet wird. Ich habe dann auch ausprobiert, ob die Himmelsrichtung auch Auswirkungen daraufhin hat. Und da habe ich festgestellt, es hat keine Auswirkung. Wenn ich also den Winkel hier verändert habe und das Ganze in ein Nullobjekt gesteckt habe und das zurückgedreht habe, also dass ich sozusagen den Lichtquellen die Lichtquellen-Himmelsrichtung geändert habe, aber sie, damit die Bildwirkung hinterher die gleiche ist, mit einem Nullobjekt zurückgenommen habe, hat sich in der Lichthelligkeit und Farbigkeit gar nichts getan. Das heißt, dieser WH-Winkel ist offensichtlich ohne Bedeutung, es geht nur um den WP-Winkel. Die Steilheit des Lichteinfalls steuert Helligkeit und Farbigkeit des Lichts in V-Ray. Dieser Winkel ist dafür ohne Bedeutung. So, das habe ich noch vergessen, wollte ich noch sagen, das ist also ganz wichtig. Ich habe sozusagen hier das um 20 Grad irgendwo anders hingedreht und habe es dann durch ein Nullobjekt diese Drehung zurückgenommen, damit der Schatten der gleiche ist. Und Sie sehen hier keinen Unterschied. Ja? Also da habe ich den WH-Winkel geändert, intern für die Lichtquelle, kein Unterschied. Ist natürlich auch immer gut zu wissen, was nichts bedeutet. So, jetzt wollte ich noch was erzählen zum Thema Turbidity und Ozone. Und ich habe hier die Möglichkeit, den Wert hochzudrehen auf, ich glaube, 10. Ja, es geht noch weiter, aber nehmen wir mal 10. Und jetzt rendere ich mal und dann sehen wir mal, was das bedeutet. Und es wird offensichtlich sehr viel gelbstichiger. Im Manual wird dann gesagt, dass es also eher städtische Szenen sind, also nachmittags und Smog und Feinstaub in der Luft und so weiter. Und dann wird das Licht halt insgesamt rötlicher. Und das ist das, was hier passiert. Ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem hier, ist das wesentlich rothaltiger. Okay, so, wenn ich das auf 0 stelle, dann sieht es natürlich, geht es ins andere Extrem. Man sieht schon, dass es hier ziemlich blau wird. Da fehlt also jeder Gelb- und Rotanteil. Das wäre also wahrscheinlich so mittags im Hochsommer am Meer, so auch wenn das jetzt sehr extrem ist, aber sehr blaustichig. Ja. Also hier ist alles irgendwie blaustichig, der Boden ist blaustichig, die Kugel ist noch blauer. Im Himmel gibt es überhaupt keine Veränderung von dem Blau weg. Also das ist sozusagen das andere Extrem. Ja. Ich schalte ihn mal wieder auf den Wert 3,5. Wie gesagt, ich habe es unheimlich gerne, wenn ich Voreinstellungen einfach behalten kann. Bei Ozon ist es genauso. Da gibt es eigentlich auch einen ganz ähnlichen Effekt, also Ozon auf 0. Da sieht das Ganze so aus, fast so wie eben. Ja. Also gar nicht so viel anders. Also mittags ist die Luft halt sehr ozonhaltig, abends und morgens halt nicht so. Und das Ozon macht also offensichtlich, wenn man jetzt mal nur den Bildeffekt sieht, Folgendes, das geht dann nur auf 1 hoch. Es färbt das Bild dann relativ stark blau ein. Ja, da ging, glaube ich, auch ein höherer Wert. Ja. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, es wird so ein bisschen bläulicher.
Das sieht man vor allen Dingen auf der Kugel gleich. Ja, und der Boden natürlich. Der Boden ist jetzt richtig blau. Der Himmel hat sich gar nicht geändert, aber das ist alles wie mit so einer blauen Soße überzogen. Das Glanzlicht ist auch viel weniger, kann man jetzt hier so sehen. Ja, also das passiert sozusagen bei Ozon. Im Grunde genommen, in meiner Einschätzung sind das Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Sie haben also die Möglichkeit, die Licht- und Farbstimmung in dem Bild zu verändern. Jetzt würde ich natürlich denken, also noch bin ich ja ein Fan von der Post-Production in Photoshop. Das sind natürlich Sachen, die kann man auch in Photoshop super schön machen. Deswegen ist es wahrscheinlich schlau, wenn man sich zunächst mal, bevor man also so richtig super fit ist, erstmal darauf beschränkt, dass man die Voreinstellung übernimmt und versucht, mit den wenigen Parametern, die also zum Beispiel hier ja hier eigentlich gar nicht, ja, also wo man sozusagen mit den Belichtungseinstellungen der Kamera und mit diesem Set von Einstellungen hier für das Licht, also Enable Shadows und Infinite Light und dann für Sunlight Physical Sun und Physical Sky aktiviert, dass man da sozusagen versucht, klarzukommen. Denn so kompliziert ist ein Außenrendering ja eigentlich nicht. Wenn man eine Lichtquelle nimmt und keine HDRI-Beleuchtung und es soll Sonnenschein mit Schlagschatten geben, dann ist das jetzt eigentlich schon eine ganz gute Angelegenheit. Übrigens habe ich dann noch, weil ich jetzt schon so stolz bin, dass das alles so gut aussieht, habe ich diese Kamera dann hier gespeichert, die Einstellung dieser Kamera, mit dem V-Ray-Tag. Und das geht ganz einfach. Ich kann die Kamera anklicken und dann kann man hier über Datei, Objekt speichern als, beziehungsweise Objekt Preset speichern. Und wenn man das tut, dann landet es automatisch im User-Verzeichnis des Content Browsers und ich kann jederzeit diese Kamera wieder aufrufen. Das heißt, ich muss nicht bei jedem Projekt aufs Neue eine Kamera einrichten für Tageslicht und da erstmal wieder rumprobieren, sondern ich kann jetzt gleich, wenn ich dieses Haus Moller da visualisieren will, diese Kamera reinladen und wenn es dann nicht genau passt, kann ich die immer noch anpassen, aber ich habe dann schon mal das Grobe erledigt. Die hat auch gleich das V-Ray-Tag und alles. Okay, also nochmal zusammengefasst. Ganz wichtig, ich habe für eine bestimmte Beleuchtungssituation, nicht für alle möglichen, für eine bestimmte, nämlich Sonnenlicht mit Schatten, außen sozusagen, habe ich eine Konstellation von Lichtquelle und Kamera gefunden, die zu ganz guten Ergebnissen führt. Ich habe der Lichtquelle ein V-Ray-Tag gegeben mit diesen Einstellungen, Physical Sun, Physical Sky, und habe der Kamera ebenfalls ein V-Ray-Tag gegeben mit den Einstellungen hier für die Belichtung. Dann habe ich vorher hier rumprobiert mit dieser Weißbalance und den Vignettiereffekt. Das wäre vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich Ihnen zeigen kann. Und das war es eigentlich, ja. Ich schalte jetzt noch mal ganz kurz, damit das auch erledigt ist, den Vignetting-Effekt auf 0 und rendere mal. Und vergleiche das mal mit dem hier. Also da sieht man einen deutlichen Unterschied. Achten Sie mal oben auf den Himmel. Die linke Ecke ganz oben und die rechte Ecke ganz oben. Und Sie sehen, dass es da deutlich dunkler wird. Das ist, wie gesagt, der Vignetten-Effekt. Und es sieht schon irgendwie echter aus. Das hat damit zu tun, dass man, wenn man Bilder anguckt, immer automatisch mental vergleicht mit Bildern, die man sonst sieht. Nicht mit dem, was man in der Wirklichkeit sieht. Das ist ein völlig anderes Seherlebnis, sondern mit anderen Bildern, die man schon gesehen hat. Und die sind ja auch alle mit irgendwelchen Kameras aufgenommen und die haben auch alle einen Vignetteneffekt. Deswegen sieht es halt echter aus, dass es zum Rand hin dunkler wird. Ich schalte ihn nochmal auf den voreingestellten Wert. Also nicht, dass Sie sich wundern, wenn Sie mal den V-Ray-Renderer verwenden, ohne sich da hier einen Kopf zu machen. Dann haben Sie nämlich das hier eingestellt. Und das ist noch ein bisschen dramatischer, da kann man das schon sehen, dass es ja auch eigentlich kreisförmig ist, der Vignetteneffekt. In Photoshop gibt es ja diesen Objektivkorrektur-Filter. Da kann man dann genau diesen Vignetteneffekt auch zurückfahren. Das heißt, die Ecken werden aufgehellt. Ist also ein bekanntes Phänomen, ist jetzt nicht eine Erfindung von V-Ray. Und hier sieht man das also noch deutlicher. Ja. Hat schon fast so was, ja, wie früher. Sieht ein bisschen altmodisch aus. Also ich fand eigentlich, dass dieser Effekt da mit 0,5 ganz gut aussieht. Der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu krass. Okay, das war's. Sie werden dann im Volume 1 V-Ray for Cinema 4D, wo ich das Haus Moller visualisiere, werden Sie dann auf dieses Video zurückgreifen können. Ich werde dann also da nicht nochmal ausführlich auf diesen ganzen Kram eingehen, da ich das ja hier schon gemacht habe. Ich hoffe, Sie sind interessiert und aufgeregt, was diesen V-Ray-Renderer angeht. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, dass es nicht so kompliziert, wie es immer aussieht. Man muss halt gucken, was sind jetzt die wichtigen Einstellungen, was ist alles erstmal weniger wichtig. Und da kommt man schon ganz gut klar. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.